Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen und hier sind unsere Hopliten, die in diese Stadt hinein wollen. Das ist unser nächstes großes Ziel, die Belagerung von Aufidena. Ja, und es sieht gar nicht so schlecht aus. Problem wäre es, wenn der Gegner von hinten rückwärtig, da kommen wir nämlich nicht ran, noch weitere Entsatztruppen heranbringt. Das wäre ein Problem. Bevor wir uns mit diesen ganzen Fragen beschäftigen, wie am Beginn der Folge ein bisschen um unsere Wirtschaft zu organisieren. Wir haben ja jetzt ein sehr, sehr gutes Einkommen. Das heißt, wir können auch noch mal ein bisschen was in unsere Gebäude investieren. In Anzium habe ich mir überlegt, da... Achso, da haben wir ja schon... Ich wollte hier schon eine Bibliothek bauen, aber da haben wir eine Bibliothek. Dann werden wir aber hier was bauen. In Tarakina. Nee, genau, da haben wir das Lagerhaus und den Markt. Ah, jetzt bin ich nicht so gut vorbereitet, unerhört. Aber ich weiß, wo wir was bauen wollen. Nämlich hier, hier in diesen beiden Städten. Genau, da haben wir noch was frei, wobei wir diese Fischerei eigentlich auch nicht so richtig brauchen. Aber wir nutzen erstmal das Ding, um eine Bibliothek zu bauen. Das bringt einerseits Research-Punkte und andererseits auch Assimilationspunkte. Ganz wichtig für uns. Und hier vorne, habe ich mir überlegt, in Casinum, da werden wir unsere vierte Militärstadt bauen, da wo wir auch rekrutieren können. Da sind zwar im Moment sehr wenig Rekruten, aber das wird sich ja dann hoffentlich auch bald wieder ändern. Und deshalb bauen wir dort Baracken hin. Also ich denke mal, das ist das, was wir am meisten brauchen. Dann haben wir hier in Casinum Baracken, ich glaube in Anania und in Rom. Das ist eine ganz gute Achse, wie ich finde. Von dort aus kann man den Norden, den Süden und in die Richtung dann auch bestücken. So, und dann werden wir auch gleich die Stadt in einen anderen Zustand versetzen, nämlich hier in Recruitment. Genau, das wird sie aushalten müssen, aber wir brauchen dann dringend wieder eine Garnison. Deswegen schicken wir jetzt den Speerkämpfer da zurück. Der soll da aufpassen. Und hier hatten wir ja jetzt noch ein Levis mit drin. Da bin ich mir nicht ganz so sicher, was wir damit machen. Wir ziehen ihn erstmal nach vorne zu dem anderen Levis. So, hier capturen wir immer noch diesen Brückenkopf. Aber ich glaube, das ist gar nicht nötig. Wir können, glaube ich, hier einfach rübergehen. Vielleicht kriegen wir doch die Stadt. Das ist ja jetzt die... Na, jetzt bin ich ein bisschen zu schnell unterwegs. Das ist ja jetzt diese Hopliteneinheit, die Engineer ist und damit schneller belagern kann. Vielleicht wird das ja was. Und wir schicken mal die Freunde hier, die Speerleute, noch mit dazu. Mal gucken. Vielleicht haben wir ja doch eine Chance für diese Aktion. So, dann habe ich gesehen, wir können auch mal wieder Lager abreißen. Zwei Stück habe ich mir ausgesucht dafür. Erledigen. So, dann müssen wir natürlich hier den Handelsweg neu ziehen und die sind auch nicht angeschlossen. Aber ich denke, wir machen hier noch sicherheitshalber oder hier. Na, das geht nur im Sommer, die Verbindung. Machen wir das mal so. Und dieses Lager können wir uns, glaube ich, auch erlauben abzureißen. Und auch hier müssen wir eine neue Verbindung schaffen. So. Ist das hier nicht verbunden? Doch, das müsste auch verbunden sein, ne? Hm. Aber das ist nicht miteinander verbunden. Weg nicht gefunden? Kann der hier nicht rüber? Müssen wir hier eine Brücke bauen? Das ist doch... Wieso kommen wir hier nicht rüber? Das wundert mich jetzt gerade. Ach so, das Ding müssen wir anschließen. Ja, natürlich, das müssen wir anschließen. So, alles klar. Verwirrung pur, aber das hat sich jetzt auch gelegt. Okay, soweit dazu. Und ansonsten werden wir hier oben diesen Speermann, diese Speerleute in Maruvium als Garnison lassen. Und jetzt hier mit diesen, mit unseren Hopliten weiter vorrücken. Dies Ding sollten wir auch noch anschließen. So. Und mit dem gehen wir hier vor. Ich denke, wir werden jetzt tatsächlich hier in die Offensive gehen, denn ich habe gesehen, die Volsker, die haben tatsächlich nur noch diese eine letzte Stadt. Das wäre doch gelacht, wenn wir die nicht hinkriegen würden. Sie können sich von nirgendwo sonst versorgen. Muss möglich sein.
auch mit nicht ganz so viel Truppen. Und ich glaube, wir können von hier hinten die Levis zurück nach vorne beordern und von hier die Speerleute. Ne, wir nehmen einfach die Levis komplett mit an die Front. Ich habe nämlich ganz gerne immer ein paar Fernkämpfer mit dabei. So, ihr kommt dahin. Gut, dann sind wir eigentlich soweit und ich bin gespannt, was vor allem das hier bringt. Ob wir hier jetzt im zweiten Anlauf erfolgreich sein können. Wir werden natürlich wieder beschossen, aber das kann nicht allzu viel sein, weil nicht so viele Einheiten hier stationiert sind in der Stadt. Um ehrlich zu sein, nur 2 Einheiten. Und insofern hoffe ich, dass wir diesmal mit der Belagerung etwas besser vorankommen. Er hat, glaube ich, seine gesamten Kräfte jetzt verausgabt. So, ihr schließt euch an. Okay. Fangen wir nochmal neu an. Mit dem Spielchen. Wie viele Einheiten sind jetzt hier drin? Ich sehe das gar nicht richtig. Wird das irgendwie verdeckt? Oder sind gar keine drin? Haben sie sich schon erledigt? Naja, mir soll es recht sein. So, brauchen wir hier noch welche? Das sieht auch ganz gut aus. Es geht langsam. Hier bräuchten wir eigentlich Nahkämpfer. Aha, die Kavallerie, die sollte unbedingt mal in befreundetes Territorium zurückreiten. So, und wir sehen hier Feind... Aha, sie sind rausgekommen. Gut, unbedingt sofort in den Kampf. Das ist hervorragend, wenn wir die erledigen. Dann können sie nämlich nicht mehr von den Mauern schießen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, hier ist die Moral schlecht. Das ist aber doof. Dann tauschen wir die Einheiten mal aus. Ah, die Garnisonsstärke hat sich reduziert. Dann bringen wir die mal nach vorne. Und da vorne... Ach, da ist das Essen knapp. Das ist natürlich jetzt bitter. Ah, können wir die da stehen lassen? Ich weiß nicht genau. Jetzt sind wir doch hier mit zu wenig Einheiten. Die fliehen schon. Oh Mann. Ich befürchte, wir müssen zurück. Ich befürchte, wir müssen zurück. Wir werden hier nochmal angegriffen. Aber ich sehe nichts. Ach Mensch, hätten wir doch die anderen Hopliten zum Helfen geschickt. Haben wir hier noch was stehen? Nee. Tja, oder wir schicken die Speerleute zur Abwechslung dahin. Aber die haben auch nur noch kaum Nahrung. Bringen wir sie erstmal in unser Territorium. Vielleicht dann nach vorne. Aha, hier ist zumindest jetzt schon mal Albius Panzer. Was hat der eigentlich für eine Fähigkeiten? Aha, geringe Nahrung. Das ist gut. Dann tun wir ihn gleich mal hier ran. Vielleicht hilft das ihnen, hier besser klarzukommen. Während der Belagerung geht das jetzt nicht, aber wir können ihn schon mal dahin bringen. So, sie fliehen. Ach nee, wir haben sie weggezogen. Vielleicht können wir die... Ah, wir können die doch... Ja, genau. Wir bringen sie in Battle Line. Oder in Skirmish Line. Und dann können sie trotzdem, glaube ich, die Belagerung aufrechterhalten. Dann werfen sie nicht mit ihren Speeren. Das geht nämlich auch. Dann können wir doch nämlich die Belagerung aufrechterhalten. Sehr schön. Wir müssen bloß dann wieder rechtzeitig hin. So, hier sind die Speerleute und die bringen wir jetzt auch dahin. Ihr habt euch erholt. Ihr geht jetzt auch wieder dorthin und dann wird das schon was. Oh Gott, unser Anführer. Hilfe! Du musst abhauen. Oh verdammt, das war ja Mist. Das war ja großer Mist. Na, den hätten wir nicht ungeschützt in den Pfeilhagel gehen lassen sollen. Was machen wir denn jetzt? Oh, er wird immer noch beschossen. Von wo das denn bitte? Aha, ein gegnerischer General führt eine Armee gegen uns. Wo das denn? Das ist ein General. Na gut, dann versuchen wir mal unser Bestes. Das sind ja alles keine ernsthaften Gegner mehr. So, aber wir haben das Problem, dass wir hier ein bisschen außer Reichweite kommen müssen. Er erholt sich Gott sei Dank extrem schnell. Also das war eine schlechte Idee. Den lassen wir mal schnell wieder zurückkehren in unser Terrain.
So, blöderweise kann man hier Freund und Feind nicht so gut auseinanderhalten. Jetzt sind wir auch hier ohne Nahrung und haben tatsächlich diese Schlacht verloren, weil die Nahrung alle gegangen ist. Aber Hilfe kommt schon wieder. So, nach Casinum sind diese Levis gekommen und eigentlich könnten wir die jetzt wieder ranführen, weil die jetzt ja wieder Nahrung getankt haben. Oh verdammt, hier ist die Brücke fertig gebaut worden. Kommen wir jetzt nicht mehr zurück? Das wäre natürlich eine Katastrophe. Allerdings geht hier auch das Belagern ziemlich schnell jetzt vonstatten. Das ist schon okay. So, unsere Speerleute kämpfen tapfer. Erledigen die. Okay. Und wir haben jemanden erledigt von deren Halbgöttern. Was? Wir haben Pollux besiegt. Was ist denn das für eine Quest? Castor und Pollux. Aha. Das sind Gerüchte, die bei den Gegnern, die bei unseren Truppen entstanden sind, dass bei den Gegnern Halbgötter kämpften. Na sowas. Castor. Ist ja ein Ding. Jetzt müssen wir nur noch Pollux erledigen. Offenbar hat Castor auf Seiten der Downy gekämpft. Ist ja nicht zu fassen. So. Auf Videna. Da müssen wir das nächste Mal drauf achten, wie die Anführer heißen. Jetzt kämpfen wir nochmal schnell gegen Auf Videna. Oh! Castor und Pollux sind jetzt tot. Wow. Und alle sprechen davon, wie Rom die Halbgötter besiegt hat und erzittern in Angst. Und damit ist die toll. Damit ist die Furcht vor uns gewachsen. Das ist ja großartig. Schauen wir uns das kurz mal an. Hier, Intimidation sollte jetzt ein Faktor sein. Irgendwo kann man den noch genauer angucken. Wie auch immer. Dadurch wird, ja, dadurch werden solche Friedensverträge ein bisschen billiger und vielleicht auch häufiger wahrscheinlich. Naja, mal gucken. So, wo sind wir denn jetzt schon wieder an der Attack? Hier oben? Wie, was, wo? Wir haben die Stadt verloren? Wo sind wir halt? Ach Quatsch. Jetzt bin ich total verwirrt gewesen. Ich sah kurzzeitig nicht mehr durch. Nein, hier sind, die haben nur einen Ausfall gewagt und wir haben keine Nahrung mehr. Und ohne Nahrung kann man nicht kämpfen. Aber unsere Hopliten können es. Ihr werdet es sehen. Das Problem ist, sie kommen, wenn ich das recht sehe, da auch nicht richtig weg. Weil jetzt diese Festung da, diese Brücke gebaut ist. Da können wir jetzt nicht einfach rüber marschieren. Wir müssen die dann zuerst attackieren. Jetzt ist die Frage, können wir hier ohne Nahrung dieses Ding weiter belagern? Kann das erfolgreich sein? Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Wir belagern hier auf jeden Fall erstmal das weiter. Und wir helfen jetzt hier mit den Levis aus. Und haben wir hier noch jemanden, der helfen kann? In Castinum müssten eigentlich wieder Levis angekommen sein. Oh ja. So, welche nehmen wir denn? Nehmen wir die. Die anderen bauen sich langsam auf. Vielleicht können die das Ding abreißen oder erobern. So, die Belagerung wird fortgesetzt. Könnte man hier in der Nähe eigentlich ein Lager bauen? Nee, wo ist der nochmal bauen? No! Da oben ist bauen. Nee, ist nicht möglich. Hier ist das nächste Lager möglich. Das bringt uns nichts. Da müssen wir dann halt immer wieder zurückgehen. Ah, wäre vielleicht doch gut, wenn wir diese Brücke für uns hätten. Okay, wir müssen am besten immer hin und her und die hier vorne an der Front ersetzen. Die haben jetzt auch schon wieder wenig Futter. Das heißt, wenn die da sind, werden wir die zurückziehen. Ne, ihr sollt mal bitte belagern. Was macht ihr da? So, genau. So, jetzt wieder zurück.
Okay. So, und jetzt aber hier oben nicht vergessen, was hier so los ist. Das haben wir erobert, das ist prima. Das schließen wir an. Und jetzt müssen wir erstmal hier wieder in unseren Bereich rein. Und am besten uns hier positionieren. Die Speerleute sind hier in Ordnung. Okay, und die Kavallerie muss sich auch ein bisschen erholen. Wo sind unsere anderen Hopliten hin? Die sind hier und haben das Ding erobert. Auch fein. So, das heißt, in welche Richtung marschieren wir eigentlich? Hier oben wollen wir hin. Und wie kommen wir da hin? Ach, du Schreck. Da müssen wir da runter. Und das ist ein Speer von uns. Den schicken wir schon mal hier nach oben. Puh, das wird ja ein langer Weg. Dann postieren wir uns jetzt erstmal alle hier hin. Okay. Wir haben unsere Einheit verloren. Doch an Hunger gestorben. Oh, verdammt. In Ostia sind sie. In Rom. Das ist bitter, Freunde. Das ist bitter. Was machen hier unsere Baracken? Ich würde jetzt gerne mal langsam hier Nachschub. Aber wir haben ja keine Rekruten. Das so einfach wie gedacht geht das hier nicht. Muss man einfach mal so sagen. Und euch bringe ich aber auch näher ran. Ihr sollt das Ding belagern, bitte. Könnt ihr das nicht? Und vielleicht helft ihr mal mit. So. Da ist auch bald die Nahrung wieder zu Ende. Wir müssen hier, wenn die hier zurück sind, müssen wir dann gleich wieder umkehren. Gott, ist das hart. Ist das hart. Wo ist denn unser Anführer hin? Was macht der denn bitte da unten? Der hat ja einen ganz großen Umweg gewählt, weil der nicht über die Brücke da konnte. Ist das verrückt. Huh. Das ist jetzt ein bisschen diffus, was wir hier betreiben. Das kommt, weil wir beide Städte auf einmal belagern wollten und es unterschätzen. Ah, das Ding ist jetzt unser. Ja, sehr gut. Jetzt werden wir supported. Jetzt können wir die Belagerung machen. Mensch, das hätte uns auch gleich einfallen müssen. Und jetzt brauchen wir uns auch nur ganz wenig zurückziehen, weil wir jetzt ab hier schon im Bereich sind, wo wir ernährt werden. Oh Leute, das ist jetzt der entscheidende Punkt gewesen. Mensch, jetzt können wir auch mit der Reiterei hier einfach durch. Los, komm, vielleicht schafft ihr ja die Stadt. So, ihr müsst so lange durchhalten, bis die hier da sind. Ich will hier keine Unterbrechung der Belagerung erleben. So, die Reiterei. Sehr schön. Ich meinte, die Stadt muss doch jetzt eigentlich von jeglicher Nahrungszufuhr abgeschnitten sein. Die können doch da drin nicht mehr lange aushalten. Hier dürfte nichts hinkommen zu dieser Stadt. Jetzt, wo wir die Brücke besetzt haben. So. Noch haben sie Nahrung, aber jetzt haben sie keine mehr. Aber die Speerkämpfer sind auch schon da und jetzt müssen wir uns auch nicht mehr so weit zurückziehen. Insofern ist das okay. So, die Belagerung wird übernommen. Prima. Und wir gehen zurück und holen uns ein bisschen Nahrung. Oh nein. Nein, nicht wieder Piratenschiffe. Gott. An der gleichen Stelle. Das kennen wir schon. So, was machen wir denn da? Wir haben hier ein bisschen Truppen. Wir haben hier einmal Levis. Oh, und wir haben sogar Speerleute dort. Das ist hervorragend. Die ziehen wir dann gleich schon mal dahin. Können wir uns erlauben, auch die Levis da rauszuziehen? Wie sieht es aus mit der Moral? Naja. Nur die Geiseln bringen 10. Wir versuchen es trotzdem. Wir holen die Levis hier raus. Hier haben wir Speerleute. Und ich glaube, wir werden
hier mal schnell noch welche ausbilden. Auch nochmal Speerleute. Vielleicht bringen wir unseren General hier mal ran, dass der bei den Piraten helfen soll. Wie doof ist das denn? So. Rebellieren steht hier, ja. Ihr verliert Moral. Aber ich glaube nicht, dass ihr komplett rebellieren werdet, denn auf Null kann es nicht fallen. Doch! Wir haben ja Besteuerung hier. Das müssen wir abändern. Auf Default. Und dann sollten sie eigentlich nicht auf Null gehen können, ja. Gott sei Dank. Ist uns das noch aufgefallen? Nein, es sind wieder drei Schiffe. Es sind wieder drei Schiffe. Und es sind Hopliten dabei. Ach du Schreck. Das bringt uns jetzt wirklich in Bedrängnis. Ich krieg doch hier nicht so schnell Hopliten noch ran. Wie sollen wir das denn bitte machen? Oh Mann. Tja, Leute. Da denkt man, man hat alles einigermaßen im Griff. Die Belagerung laufen irgendwie so halbwegs. Und dann passiert sowas. So, die Levis sollten hier auch nochmal ran. Tja, liebe Freunde, damit müssen wir uns dann in der nächsten Folge auseinandersetzen. Jetzt ist erstmal wieder Pause. Wir werden sehen, wie wir damit klarkommen. Ich könnte hier in Anania noch Hopliten rekrutieren, aber das dauert, ehe die dort sind. Das dauert, aber möglicherweise brauchen wir sie. Ich könnte allerdings auch, oh ja, das erscheint mir vielleicht doch dann besser, die Ikitis abziehen. Die sind doch relativ schnell vor Ort. Das ist vielleicht schon mal eine Maßnahme. Naja, mal gucken, ob das genügen wird. Ansonsten geht es dann beim nächsten Mal auch mit dieser Offensive hier im Norden weiter. Also, bis dann, macht's gut. Euer Steinwallen.